Moin Leute, was geht? Momentan ist es ja so, dass wir die kleinen Lobbys haben. Das heißt, es gibt im Free Room kein PvP mehr. Und das bedeutet, wir können das Spiel genießen und halt alles erkunden, entdecken und halt wirklich aufs Detail achten. Und da dachte ich mir, zeige ich euch einfach mal ein paar schöne Orte, die ihr vielleicht noch nicht kennt, die ihr auf jeden Fall mal besuchen solltet. Einfach, wenn ihr gerade nichts anderes zu tun habt oder wenn ihr mit Kollegen ein schönes Bild machen wollt, könnt ihr gerne zu diesen Orten hin. Die ganzen Orte sind auf der ganzen Karte verteilt und für jeden ist da bestimmt irgendetwas dabei, wo er sagt, jo, das ist ein richtig nicer Ort. Und fangen wir doch einfach mal gleich an mit dem ersten Ort. Und das ist der Mount Haven. Ist vielleicht ein bisschen eisig da oben. Ist nicht für jeden was, gebe ich zu. Muss man mögen, aber von der Aussicht her ist das richtig nice. Ihr seht die Berge mit dem Schnee drauf und könnt dann auch die ganzen Heartlands sehen. Und von der Aussicht her ist das ein richtig nicer Ort. Wie gesagt, wer keinen Schnee mag, ist ein bisschen fehl am Platz. Dafür gibt es aber auch den nächsten Ort. Dieser ist noch in den Heartlands, in der Nähe von Fort Wallace. Kennt der eine oder andere aus der Story. Und zwar habt ihr dort auch einen Berg, dort führt auch ein Weg direkt hoch und dort habt ihr auch eine richtig nice Aussicht. Könnt mit etwas Glück das Fort Wallace sehen, ansonsten auch die Heartlands, der komische Ententeich an der Emerald ist zu sehen. Und definitiv mit den Kollegen könnt ihr da oben auch ein bisschen chillen, finde ich nice. Ansonsten gibt es auch noch ein Blumenfeld, für den einen oder anderen vielleicht überhaupt nichts. Ist auf jeden Fall nice, optisch richtig cool, gibt es nicht überall. Und dieses Blumenfeld ist einfach mal ziemlich nördlich gelegt in den Grizzlies, in Ambarino, ganz im Norden müsst ihr dort suchen. Und zwar ja, oberhalb vom O von Ambarino, dort am Weg. Könnt ihr eigentlich gar nicht verfehlen. Wie gesagt, wenn ihr auf Blumen steht, könnt ihr dort mal hin, um vielleicht mit ein paar Kollegen ein Bild zu machen. Ansonsten gibt es auch noch eine richtig nice Location, von der ihr aus auch wieder einen richtig nicen Überblick habt. Ist auch wieder in den Grizzlies. Und dort könnt ihr einfach mal, ja, auch wieder die Heartlands sehen. Richtig nice Location, wie gesagt. Ansonsten könnt ihr mal bei Brandywine Drop vorbeischauen. Dort oben könnt ihr auch den Elch finden, nur so nebenbei. Könnt ihr euch auch schön neben dem Wasserfall hinhocken und einfach mal bei Sonnenaufgang einfach den Flusslauf beobachten. Ist auf jeden Fall richtig nice. Sieht optisch wirklich, wirklich gut aus. Und wie gesagt, ihr könnt euch hinhocken. Für den einen oder anderen ist das vielleicht eine nice Location. Ansonsten oben im Wapiti-Gebiet bei den Indianern, die allerdings nicht vorhanden sind, warum auch immer, gibt es halt auch noch diesen See. Dort könnt ihr euch auch einen richtig nicen Überblick verschaffen. Ansonsten für alle Hobbyangler könnt ihr euch da an den See stellen und dort ein bisschen angeln, denn dort oben ist so oder so nie was los, von daher seid ihr dort ungestört. Ansonsten gibt es auch noch bei Three Sisters auch wieder eine richtig nice Location. Müsst ihr eigentlich euch nur hier am Weg hinstellen und dort habt ihr einfach mal einen richtig nicen Überblick und könnt dort einfach den See sehen und ist halt richtig nice die Location. Vor allem wenn ihr jetzt einfach nur chillen wollt, habt ihr eine richtig geile Landschaft zu beobachten. Die nächste Location sollte jeder kennen, nämlich bei T&H von Heartlands. Dort ist nämlich das erste Lager in der Story. Und dort haben wir ja auch eine schöne Fläche. Einmal können wir dort Glück haben und dass unser Lager dort aufgeschlagen wird. Und zum Zweiten habt ihr auch noch beim Dakota River hier an der Seite noch so die Möglichkeit, diesen zu beobachten und euch auch wieder hinzusetzen. An dieser Felskante hier. Und dort habt ihr auch einfach einen richtig nicen Ausblick. Die Berge mit dem Schnee, der Fluss. Ist richtig nice gemacht, finde ich. Zumindest ist einer der schönsten Orte, meiner Meinung nach. Ansonsten auch wieder für die Hobbyangler unter euch. Die Inseln bei Rhodes könnt ihr mal besuchen. Ist auf jeden Fall richtig nice. Dort sind auch jede Menge Tiere zum Jagen.
nur so nebenbei. Die kubanische Landkrabbe findet ihr unter anderem dort oder den grünen Leguan. Ansonsten, wie gesagt, für die Angler ist das was, denn dort gibt es gefühlt fast jede Fischart. Müsst euch zwar immer nur ein bisschen umpositionieren. Ansonsten könnt ihr auch nochmal schauen, ob ihr hier bei den Piratenwrack etwas findet. Ansonsten bei der Bacchus Station, beim Schriftzug, habt ihr auch eine richtig geile Location, wo ihr dann auch bei schönem Wetter einen richtig guten Ausblick habt. Und zwar auf die Brücke im Hintergrund von der Bacchus Station. Und zwar, wenn ihr hier einfach runter geht, gibt es dort auch eine Felsschnitzerei, nur so nebenbei. Und bei klarer Sicht habt ihr auch hier eine richtig nice Aussicht. Ist eine meiner Lieblingslocation. Einfach wegen der Brücke, weil mit dem Wasserfall im Hintergrund sieht das richtig nice aus. Der nächste Punkt ist bei Mount Shawn, beim T direkt dort. Einmal in der Kurve habt ihr das riesige Skelett. Das könnt ihr machen, könnt dort vielleicht auch ein Bild mit diesem Skelett machen. Ansonsten kommt ihr einfach hier nach oben und habt dort auch eine richtig nice Übersicht. Einmal teilweise von Strawberry, von den Wäldern dort. Könnt auch richtig weit schauen und mit etwas Glück könnt ihr auch von hier oben Blackwater sehen. Zumindest richtig nice Location, für jeden etwas vielleicht dabei. Ansonsten finde ich eine richtig nice Location ist der Ovangila See. Zum einen zum Angeln, zum anderen halt ist es optisch gelegen. Richtig nice, einfach ein Fluss mit den Bergen im Hintergrund ist eine meiner wirklichen Lieblingslocation. Und wie gesagt, zum Angeln ist dieser See einfach perfekt. Die nächste Location ist in Tall Trees, ziemlich weit nördlich. In dieser komischen Kurve habt ihr dort auch einen Berg, auf den ihr rauf könnt. Und von dort aus habt ihr auch wieder einen richtig nicen Überblick. Und seht einfach mal die ganzen Details, die Schönheit von Red Dead. Der Flusslauf und die Wälder und dann hinten die Great Plains. Ansonsten auch wieder hier bei diesem kleinen See, der in einen Flusslauf übergeht, habt ihr dort eine Hütte mit einem kaputten Steg. Und auch bei schönem Wetter habt ihr dort eine richtig geile Location. Auch wieder für Angler etwas, warum auch immer. Auch wieder hier die Wälder. Ist richtig nice gelegen. Ich persönlich feiere diese Location. Ist vielleicht nicht für jeden was, aber dafür haben wir die nächste Location hier direkt auf der Staatengrenze. Ist auf einem Berg und jeder Storyspieler sollte die kennen, in der Nähe von Annisburg, am Oakrakes Run, in der Nähe, wie gesagt, auf diesem Berg. Und zwar, was ist dort? Wie gesagt, jeder Storyspieler sollte es kennen. Und zwar ist das die Location, wo Arthur gestorben ist. Und dort hat man auch eine richtig geile Aussicht auf den Sonnenaufgang. Ist richtig nice. Wie gesagt, kann man gerne mal abchecken. Die Location sollte wirklich jeder kennen, der die Story gespielt hat, auf jeden Fall. Ansonsten, wie gesagt, habt ihr dort auch einen richtig nicen Ausblick, wenn ihr halt den Sonnenaufgang sehen wollt. Und viele kennen halt diese Location nicht. Von daher seid ihr dort auch meistens ungestört. Machen wir weiter mit der nächsten Location. Das ist nämlich hier bei den Wasserfall in der Nähe von Thieves Landing. Und dort können wir auch rauf, dort ist auch manchmal ein Gegenstand zum Sammeln, nur so nebenbei, also die Location sollte wirklich bekannt sein. Und bei klarer Sicht habt ihr dort einfach eine richtig nice Location, einmal wegen dem Wasserfall und zum zweiten habt ihr auch eine richtig schöne Aussicht. Die nächste Location ist nicht für jeden was, gebe ich zu, aber einige feiern halt Höhlen und da sollte die Teufelshöhle nicht fehlen. Ist in West Elizabeth, oben an Little Creek River und ja, man sollte diese kennen, wenn man die Story gespielt hat, denn dort oben kann der Teufel erscheinen, allerdings nur in der Story. Auf jeden Fall ist eine relativ gruselige Location, kann man mal besuchen. Wie gesagt, ist nicht für jeden was, aber dafür machen wir weiter mit der nächsten Location. Und das ist der Little Creek River an sich, ist halt meiner Meinung nach die schönste Location, wo man sich jetzt halt aufhalten kann und beispielsweise jagen kann. Weil man hat ja auch wieder so schöne lila Blumen. Hat jede Menge Tiere, der kleine, wirklich kleine Flusslauf vom Little Creek River. Dann hat man hinterher vielleicht noch ein Versteck, also ist eine richtig nice Location. Eine, wenn nicht sogar meine Lieblingslocation. Die nächste Location ist einfach mal hier ganz im Westen.
hinter Tumbleweed, einfach hier dieser, keine Ahnung, Kreisverkehr, kann man es vielleicht nennen, wo halt der Weg wieder zurückführt. Und dort kann man auch richtig nice Bilder machen oder halt chillen. Und die letzte Location sollte auch wirklich jeder Story-Spieler kennen. Und zwar dort, wo halt das Grab von Arthur ist. Dort kann man nämlich richtig nice beispielsweise den Sonnenuntergang beobachten. Oder halt in der Nacht die Sterne beobachten. Ist richtig nice gemacht. Und Red Dead hat halt sehr viele Details und schöne Orte, die man definitiv mal besuchen sollte. Vielleicht habe ich den einen oder anderen Ort vergessen, dann könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Aber für mich waren das jetzt die schönsten Orte in ganz Red Dead. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video weiterhelfen. Wie gesagt, vielleicht kanntet ihr den einen oder anderen Ort noch nicht. Könnt ihr auf jeden Fall mal besuchen gehen. Ansonsten soll es das mit diesem Video gewesen sein. Ich bedanke mich natürlich fürs Zuschauen und ciao.